Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Platin. Im letzten Part haben wir Team Galactic gestoppt mit dieser rothaarige Kerl und Libell. Ja, Libell war auch mal wieder da und wir gehen jetzt hier wieder zurück. Ja, Schutz wirkt nicht mehr, das ist sehr, sehr schön, um die restlichen Pokébälle zu holen, weil, ja, wir konnten die Pokébälle nicht holen, aus dem folgenden Grund, da wir einen Begleiter hatten und er sagte so, nee, ich habe hier keinen Bock zu warten, bleib mal schön hier, kannst Kraxler ein anderes Mal einsetzen. Und ja, dann gehen wir halt hier nochmal zurück, müssen wir halt jetzt den ganzen Weg hier nochmal gehen, aber ist ja auch nicht so schlimm, ist ja kein langer Weg, also dürfte eigentlich recht schnell gehen. Also da oben ist ja dann schon der Eingang, sag ich mal. Müssen wir ja nur mal ein paar Mal Stärke einsetzen und ein paar Mal Zertrümmerer und dann haut das Ganze schon hin. So, ja, jetzt noch Zertrümmerer. Da waren ja wirklich nur einige Wege. Kann auch sein, dass es noch ein paar Trainer sind. Mal schauen. Ah, hier ist der Höhleneingang. Weil der eine Höhleneingang halt so, wie man es nimmt. Und natürlich immer noch wilde Pokémon. Das überspringe ich einfach, obwohl wir jetzt hier alleine sind. Weil, ja, die wilden Pokémon, die nerven einfach nur. Dann werde ich mal systematisch mal vorgehen. Das reicht jetzt hier an wilde Pokémon. Ja, die Level 55er Pokémon, die greifen uns immer noch an. Trotz Schutzes. Dann ist hier oben etwas. Dann schauen wir mal danach. Alle Stellen mit Kraxler haben wir ja noch nicht abgesucht. Zum Beispiel hier ist ein Item, ein Hyperball. Sehr, sehr schön. So, ist dann da hinten noch was? Nein. Dann war ja weiter rechts noch irgendeine Stelle mit Kraxler. Links, glaube ich, noch. Also überall. Also, wir sind hier noch lange nicht fertig. Ja, da links sind sowieso noch einige Stellen, die wir noch nicht erkundet haben. So. Nicht wundern, hier setze ich einfach die Speed-Taste ein, weil es zu lange dauert. So, hier ist noch Kraxler, dann schaue ich da mal nach. Ja, toll, eine Sackgasse. Eine Sackgasse. Ist ja lustig. Nicht. So, dann mal hier. Und da geht es nicht weiter. Schutz wirkt nicht mehr. Naja, ich setze trotzdem den Top-Schutz ein, aus dem folgenden Grund, da wir sonst auf noch mehr wilde Pokémon treffen würden. So ist ja schon mal akzeptabel, aber immer noch nicht perfekt. So, dann sind da nochmal zwei Trainer, sehr interessant. Ja, ist ja ein Doppelkampf, darum belasse ich es mal bei Heiler und bei Blitzmoss. Die beiden machen sowieso mal einen super Job. Und Blitzmoss möchte ich jetzt darauf trainieren, dass er Level 56 erreicht, damit wir noch weniger wilde Pokémon treffen. Genau. Und dann werde ich die anderen Pokémon bevorzugt ein bisschen trainieren. 6 Pokémon, oh mein Gott. Ja, das Problem ist jetzt auch, dass wir die Pokémon jetzt nach dem Kampf nicht mehr automatisch geheilt werden. Nicht so wie im letzten Part. Genau. So. Dann hier mal Eisstrahl auf Papunga. Erstmal hier der Donnerblitz. Papunga, von welchem Typ war denn der nochmal? Weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Ah. Kreuzhieb, scheiße. Heiler wird das leider nicht überleben, da es eine Kampfattacke ist. Warum habe ich eigentlich Heiler nicht ausgewechselt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist wirklich eine richtig gute Frage. Ah, naja. Natürlich sehr effektiv und physisch. Hm? Warum habe ich Heiler nicht ausgewechselt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, dann Kampfordner. Du bist dran. So, die Runde mit Blitzmoss, die werde ich dazu einsetzen, um Heiler wieder zu beleben, und mit Kampfadler greife ich dann an. Nicht gegen Gift, nicht gegen Gift. Hier, Beleber. Hier, für Heiler. Oh, dauert sonst zu lange. Ganz einfach. Und dann hier mal Sturzflug auf Rasaf. Papunga setzt Sprungfeder ein. Zieht nicht viel ab und dann nochmal Sturzflug auf Rasaf. Rasaf sollte auf jeden Fall besiegt sein. Nochmal ein bisschen Rückstoß dann für Kampfadler, aber das ist ja nicht so schlimm. Und dann geht es auch gleich weiter. Auf jeden Fall. Ja, paar EP für die ganzen Pokémon. Ein Eletech. Ah, da ist jetzt der Kampfadler wieder nicht so gut.
Da werde ich dann wahrscheinlich gleich wechseln. Erstmal hier Donnerblitz auf Papunga und... Ja... Ich bleibe bei Kampfadler und setze hier nochmal Sturzflug ein. Einfach nochmal Sturzflug einsetzen. Papunga ist jetzt auf jeden Fall besiegt. Und Electek, also Electek, so heißt es. Nee. Der wird das leider überleben. Er wird das leider überleben. Heiler erreicht Level 53, sehr, sehr schön. Und Level 54 für Kampfadler, noch besser. Wow, das läuft. Donner, natürlich das Schlimmste vom Schlimmsten. Ich hätte doch wechseln sollen. Natürlich das Schlimmste vom Schlimmsten. Okay, okay. Dann Planänderung, Planänderung. Ohne Zahn? Naja, mit ohne Zahn... Ja, ich mach trotzdem ohne Zahn. Leider kann ich keine Erdbeben einsetzen, wegen Blitzmaus. Aber trotzdem ist ohne Zahn nicht schlecht, würde ich hier sagen. Onyx, okay. Eisenschweif auf Onyx und... Drachenpuls auf Electek. Genau, das ist jetzt hier mein Plan. Und mal sehen, ob der Plan aufgeht. Mal sehen. Mal sehen. Eisenschweif sollte auf jeden Fall sehr effektiv sein. Ist sehr effektiv. Schön. Verteidigung sinkt außerdem. Und dann noch Drachenpuls auf Electek. Das dürfte normal effektiv sein. Und ja, auch so ein bisschen was abziehen. Auch die Hälfte. Dann dürften wir in der nächsten Runde die beiden dann besiegt haben. Steinkante auf. Ohne Zahn sollte auch nicht viel abziehen. Genau. So, dann dasselbe nochmal. Eisenschweif auf Onyx und Drachenpuls auf Electek. Dann sind die beiden schon mal besiegt. Dann kommen halt die nächsten zwei Pokémon. Mal sehen, ob dann ohne Zahn und Blitzmaus da ein bisschen besser aufgestellt sind. Aber mal schauen. Mal schauen. Hier Drachenpuls und tschüss Electek. War schön mit dir. War sehr, sehr schön mit dir. Oder überlebst du? Nee. Ist doch zu langweilig, wenn du überlebst. Und Level 56 für Blitzmaus. Das war jetzt hier mein Ziel. Damit keine wilden Pokémon mehr aufkolzen. Banett. Banett. Und Ampharos. Ampharos ist vom Typ Elektro und Banett, glaube ich, vom Typ Geist und Licht. Irgendwie so in der Art. Irgendwie so in der Art. Dann mal Donnerblitz auf Banett. Und Knirscher auf Banett. Banett kann wirklich sehr, sehr fies sein, soweit ich mich erinnere. Und generell, mal lieber aufpassen. Mal lieber aufpassen. So, Donnerblitz hat schon mal ordentlich Schaden gemacht. Denn jetzt hier noch Knirscher gibt den Rest. Knirscher ist ja auch sehr effektiv. Hätte ich vielleicht auch irgendwie eine Attacke auf Ampharos mit Blitzmaus machen können, aber... Ampelleuchte, Ampelleuchte. Ampelleuchte war ja vom Typ Käfer. Glaube ich. So, wie machen wir am besten weiter? Am besten nehme ich... Donnerwelle auf Ampharos ist schon mal paralysiert dann und Drachenpuls auf Ampharos. So. Paralyse ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und dann noch Drachenpuls dürfte hoffentlich die Hälfte abziehen. Doch, eigentlich schon. Doch, da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Die Hälfte. Ah, fast die Hälfte. Fast die Hälfte. Jetzt probiert der Ampelleuchter auf ohne Zahn, aber zieht auch nicht viel ab. Tut mir leid, da muss ich dich enttäuschen. Dann muss ich dich enttäuschen. So, dann... Eisenschweif geht daneben und Drachenpuls trifft. Ja, noch eine Attacke und dann ist das Ampharos auch schon besiegt. Ja, diese zwei Trainer haben wir jetzt eigentlich auch fast platt gemacht. Ah, kann man so sagen. Das kann man so sagen. So, hier, der Eisenschweif gibt den Rest. Hoffe ich zumindest. Nee, leider nicht. Leider nicht. Aber Verteidigung zinkt. Ah, die Paralyse, die hätte aber jetzt trotzdem nicht sein gemusst. Weil es halt die letzte Runde hier ist in den Trainerkampf. Ah, naja. Aber naja. So. Die zwei Astrainer sind besiegt. Ja, Astrainer sind sowieso immer sehr interessant, weil immer verschiedene Pokémon, weil man weiß nie, was da für Pokémon kommen und so weiter und so fort. Ist schon immer sehr, sehr spannend. So, ich setze hier auch mal ein paar Hypertränke ein. So, dann... was gibt's denn hier noch so? Ein Beleber für Kampfadler. Dann hätte ich gerne noch einen Supertrank für ohne Zahn und einen Hypertrank für Kampfadler. Einmal Supertrank für ohne Zahn.
Heiler heile ich jetzt immer nicht, weil Heiler kann ja Dings einsetzen, Dings hier Weichei und da ist der Übertrank. So. Dann holen wir uns erstmal dieses Item hier. Dafür sind wir ja da. Um das Item zu holen. Ein Sonderbonbon. Sehr, sehr ach stimmt, ich wollte ja die Paralyse. Obwohl. Nee, Paralyse halte ich. Heile ich jetzt nicht, weil ich Blitzmaus erstmal nicht einsetzen möchte. Obwohl. Ah, ich heile. Ah. Hier. Wo ist hier Paraheiler? Paraheiler, da ist. Paraheiler. Falls Blitzmaus doch mal eingesetzt werden muss, dann ist natürlich die Paralyse so ein bisschen störend. So. Ja, man merkt jetzt schon hier. Treffen wir jetzt nicht auf wilde Pokémon, das ist sehr, sehr gut. Also ich fahre mal hier mit dem Fahrrad lang, geht schneller. Dann ist da noch was. Wo wir überall nicht waren. Im Moment, da komme ich aber nicht lang. Da komme ich nicht lang. Da oben auch nicht. Da oben ist ein Stärkefelsen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Naja, dann gehören die ganzen EP hier auch uns alleine und müssen die nicht teilen mit einem Teampartner. So. Hier ein Stärkefelsen. Ja, gerne. Dafür ist ja unser Vollmsklave dabei. Dass er das. Damit er die Vollms einsetzen kann. Sind da nochmal zwei Trainer. Da werde ich auf jeden Fall jetzt hier Blitzmaus auswechseln. Zu ohne Zahn. Heiler auswechseln mit Kampfadler. Nicht so. Hier. So, jetzt. Dann kann ohne Zahn. Erdbeben einsetzen, weil Kampfadler im Team ist und ja, Kampfadler ist halt ein Pokémon vom Typ Flug. Und da trifft halt Erdbeben nicht. Oh, nur drei Pokémon, interessant. Ein Piondragi und ein Pupita. Interessant. Ja, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. So. Angriff wird vermindert. Was mache ich denn mit Kampfadler? Sturzflug oder Fliegen? Ich setze erstmal Fliegen ein und Erdbeben. So, das ist jetzt hier meine Strategie sozusagen. Meine Strategie für euch. Und dann dürfte das hoffentlich schon mal eine Menge abziehen. Ja, Piondragi hat schon mal die Hälfte abgezogen und Pupita auch die Hälfte. So ganz besiegt. Sehr, sehr schön. War ja auch sehr effektiv. Das war schon mal eine sehr, sehr erfolgreiche Runde. Level 54 für ohne Zahn. Und ja. Kampfadler geht in die Lüfte. So. Na. Knauscher geht auch noch daneben. Ah, Shelterra wird eingesetzt. Shelterra vom Typ Pflanze Boden. Sehr, sehr interessanter Typ. Sehr, sehr interessanter Typ. Ist auch, ja, Zweitlieblingsstarter der vierten Generation und insgesamt mein Zweitlieblingsstarter. Wir haben ja hier damals als Starter Firefight ausgewählt, also Panflam. Und da war ja noch die Möglichkeit, Chillast auszuwählen und Shelterra ist halt die Weiterentwicklung von Chillast. Zwischendurch kommt noch Shelker rein. Dann gibt es ja noch die Evolutionsstufe Plinfa, Plüprin und Empoleon. Ja, die zwei Trainer haben wir jetzt wirklich ganz schnell platt gemacht. Also, die ging ja wirklich schnell. Aber finde ich gut so. Finde ich sehr, sehr gut so. So, ich werde jetzt auch gleich wieder Blitzmaus zu 1 wechseln lassen. Damit wir halt hier nicht auf wilde Pokémon treffen. So. Nehmen mal vom Fahrrad runter. Brauche ich jetzt hier nicht. Und die TM50 Hitzekoller. Wow. Hitzekoller. Ist was für Firefight. Aber Firefight ist ja momentan nicht im Team. Daher müssen wir da jetzt noch ein bisschen warten. Dann wäre die linke Seite jetzt schon mal abgehakt. Dann schauen wir mal zur rechten Seite. Waren wir da oben schon? Ja, da oben waren wir, glaube ich, schon. Die zwei Trainer haben wir auch schon besiegt. Ja, dann mal hier weiter schauen. Dann ist da noch was. Dann ist da noch was. Da waren wir ja, glaube ich, auch im letzten Part. Genau. Da konnten wir halt nicht weiter, weil wir keinen Kraxler hatten. Ganz rechts ist irgendwo auch noch ein Item. Soweit ich mich erinnern kann. Aber hier sind auch zwei Trainer. Sind das zwei? Oder besser gesagt, haben wir die schon besiegt? Nee, ich wollte hier Kampfadler wollte ich. Mal schauen, ob wir
Ja, die haben wir schon besiegt. Okay. Gut zu wissen. Sehr, sehr gut zu wissen. Dann hier wieder Tausch. Haben wir die schon im letzten Part bis. Dann waren wir im letzten Part hier auch schon. Schön. Ah. Topschutz. Wir haben auch nur 14 Topschütze. Naja. Ich habe sowieso vor. Dann spät. Naja, hier bin ich falsch. Hier bin ich dann schon am Ende. Das will ich ja nicht. Ich habe dann sowieso vor, wenn wir hier im Karlberg fertig sind, dann im Überlebensarea wieder vorbeizuschauen, um mir neue Sachen zu kaufen. Denn ja. Ja, meint nicht mehr so viel. Und dann machen wir halt mit der nächsten Route dann weiter. Dann ist da links noch irgendwas? Waren wir da schon? Waren wir da schon im letzten Part? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ach, hier sind wir. Ah, natürlich. Bin ich da extra jetzt einen Umweg gegangen? Gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Hier und das. Ja, hier. Hier sieht's doch nochmal sehr, sehr gut aus. Das ist das Item, was ich die ganze Zeit meinte, was ich noch holen muss. Und dann sind wir hier auch schon, glaube ich, fast fertig. So. Top-Elixier. Ein Top-Elixier. Ah. Schon wieder Top-Schutz, alle. Wie wir das damals immer mit einem neuen Schutz ausgehalten haben, freue ich mich. Der hat ja damals nur 100 Schritte ausgehalten und jetzt Top-Schutz 250 Schritte. Ja, da hinten ist noch was. Da waren wir auch noch nicht. Da waren wir auch noch nicht. Da mal hier hoch. Die zwei da vorne haben wir ja schon besiegt, aber die rechts da, die zwei da noch nicht. Aber wie komme ich da hin? Wie komme ich denn da hin? Das ist auf jeden Fall der Höhleneingang. Sehr, sehr gut. Das ist ja schon mal etwas. Ich hier mal und mal hier rüber. Ah, hier rüber kommt man dann dahin. Da waren wir ja auch so fast im letzten Part, aber sind halt dann nicht weitergegangen. Da rechts noch was? Nee. Okay. Mal kurz wieder die Pokémon wechseln. Naja, Kampfadler und Ohnezahn haben eigentlich einen super Job gemacht. Haben. Bleib ich mal bei den Beinen. Dann müsste da oben noch irgendwo ein Item sein. Und dann sind wir hier auf jeden Fall fertig. Sind wir auf jeden Fall fertig. Aber ich möchte trotzdem dann nochmal zu dem Raum da gehen, wo wir am Ende des letzten Parts noch waren. Radikal und Kindwurm. Interessant. Radikal und Kindwurm. Kindwurm vom Typ Drache. Ob der noch einen zweiten Typ hat, keine Ahnung. Und Radikal vom Typ Normal. Da habe ich eigentlich die zwei richtigen Pokémon. Einmal Kampfadler für Nahkampf und einmal ohne Zahn für Drachenpuls. So, ohne Zahn greift gleich als erstes an. Interessant, dass ohne Zahn hier die beste Initiative hat. So noch besser als Kampfadler. Ja, ist nicht schlecht. Aber ist mir recht. Also ist ein großer Vorteil. Ein sehr großer Vorteil. Generell, die Pokémon, die wir haben, haben eigentlich alle eine sehr gute Initiative. Außer vielleicht Heiler, da bin ich mir nicht so sicher. Aber die anderen schon, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So. Trifft Zeppeli und Draschel. Noch ein Drachen-Pokémon, ne? Gut, das ist ja, glaube ich, auch ein Drachen-Pokémon. Draschel ist, glaube ich, die Weiterentwicklung von Kindwurm. Wenn ich mich da jetzt recht erinnere. So. Nochmal Drachenpuls. Ja doch, Drasche ist die Weiterentwicklung. Genau, da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Und Drift Zeppeli ist die Weiterentwicklung von Driftlon. Da setze ich einfach bei Drift Zeppeli gleich mal Sturzflug ein. Ob es ausreichen wird, keine Ahnung. Aber zieht auf jeden Fall eine Menge ab. Ist normal effektiv, auf jeden Fall. Normal effektiv. Ja, bei Drift Zeppeli ist halt das Problem, wenn Drift Zeppeli besiegt wird, gibt es dann den Finalschlag und... Oh, war ein Volltreffer. Und hier erstmal einige KP durch den Rückstoß weg und dann nochmal wegen Finalschlag nochmal einige KP weg. Und hat schon ganz schön jetzt hier reingehauen. Aber dieses Opfer habe ich angenommen. Jetzt kommt noch Tengulis. Und Vibrava. Vibrava? Ist Vibrava auch vom Typ Drache? Das weiß, muss ich ehrlich sagen, das weiß ich jetzt gar nicht. So, da setze ich einfach mal Fliegen ein und nochmal. Oder nee, Drakometeor. Drakometeor setze ich da jetzt ein. Ah, Rückzugkeep. Bitte überlebt Kampfart. Nee, leider überlebt er nicht. Schade. Sehr, sehr schade.
Ah, naja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Kannst nicht machen, musst du gucken, doof. Richtig. So, mal sehen, ob Dracomitor sehr effektiv ist. Besiegt ist es auf jeden Fall sehr effektiv. Das ist wie Bravo vom Typ Drache? Okay. Ja, ich hab das. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich da schon mal herumgerätselt habe, aber ja, ich hab's dann wieder vergessen. Ah, leider habe ich jetzt eine Firefight nicht dabei. Mit Firefight könnte ich das Tengulis ganz einfach besiegen, aber da müssen halt die anderen mal ran. Ist ja auch nicht so schlimm. So, hier mal bitte Knirscher. Und dann nach zwei Runden, ja, nach zwei Runden dürfte das Tengulis auch besiegt sein. Ich hoffe mal, dass es jetzt hier keinen weiteren Schaden macht. Dass hier jetzt kein Pokémon von uns besiegt wird. Beides nicht sehr effektiv. Blättersturm, eine sehr, sehr starke Pflanzenattacke, aber dürfte kein Problem für Unnützern sein, ja. Aber der Spezialangriff ist gesunken, das ist ja schon mal etwas. Dann mache ich hier mal Eisenschweif, vielleicht zieht das ein bisschen mehr ab und ja, nochmal hier Dranpuls. So, Attacke geht leider daneben. Nicht doch, Donnerblitz einsetzen sollen, aber konnte ich ja vorher nicht wissen. Das konnte ich ja vorher nicht wissen. Finte. Auch auf wie ohne Zahn. Nur ein paar KP. Ich werde trotzdem jetzt hier weiterkämpfen, weil. Weil ich gehofft habe, hatte das Eisenschweif trifft. Weil Drachenpuls wird es alleine nicht schaffen. Und doch! Nee, doch nicht. Schade. Hätte Eisenschweif getroffen, dann wäre es kein Problem gewesen, aber. Tja. Dann setze ich hier mal Heiler ein. Kriegt Heiler noch mal ein paar EP. So, hier. Nee, da setze ich jetzt einen Donnerblitz ein. Ich hätte ja... Oh, ich bin halt so doof. Ich hätte ja vorher auch schon einen Donnerblitz einsetzen können. So viel hätte es dann noch nicht geändert. Außer, dass dann Tengulis besiegt worden wäre und ohne Zahn überlebt hätte. Aber naja. So. Eine EP für die Beine. Und es geht jetzt hier weiter. Doch was haben die für ein Item bewacht? Ist er hier um? Na klasse! Da jetzt Heiler. Ich meinte. Blitz, was nicht vorne ist. Greifen uns die wilden Pokémon an. Und ich möchte da jetzt auf jeden Fall nochmal schauen, was da jetzt für ein Item ist. Und dann im nächsten Part werden wir uns dann vor dem Höhleneingang da wieder treffen. Also ich werde aufs Kind mal zum Höhleneingang rennen. Oder fahren, wie auch immer. Da ist ja auch noch ein Item. Das holen wir uns jetzt ganz schnell. Es geht ja wirklich rucki zucki. Wenn der Topschutz nicht vorbei wäre. So, dann hier und da jetzt hoch. Wie gesagt, wir treffen uns dann im nächsten Part vorm Höhleneingang. Wenn ich dran denke, ich hoffe mal, ich denke dran, dass ich vorher dorthin fahre, renne, wie auch immer. Und dann bis im nächsten Part. Viel Spaß euch noch, schaltet wieder ein und bye bye.